Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Meet You No. Habt einen nice day. Das wollte ich euch zeigen. Wir machen hier bei, das hier weiter. Bei dem dritten DLC waren wir stehen geblieben. Es fehlt gar nicht mehr so viel. Ich denke mal, das sind nur so zwei oder drei Parts. Je nachdem, wie klug ich mich anstelle, könnten es zwei oder drei Parts werden. Also machen wir mal weiter hier. Zwei Striche oben, ein Strich unten. Zwei Striche oben, habe ich gesagt. Und ein Strich unten, ne? Tim, Tim, Tim. Ach gut. Wir machen erstmal alles so. Damit ich überhaupt weiß, was Sache ist. Man kann natürlich nicht erkennen, wo zwei Schritte, zwei Dings sind, sonst war nicht. Nee, das wird so nicht funktionieren. Ja. Hier zusammen? Nee. Hier zusammen? Nee. Wir haben aber auch so Bruchstellen, die sind ja nicht von dieser Welt. Du. Das hätte ja funktionieren können. Also gucken wir hier so ein kleiner Pinöpel. Daran können wir doch anschließen, genauso wie hier. Okay, das ist nicht der Pinöpel, den ich brauche. Aber du könntest der Pinöpel sein, den ich brauche. So. Da kommst du schon mal so hin. Also es geht weiter. Das sieht so nach unten aus. Wir brauchen jetzt einen richtig, richtig krassen Strich. Nee. Haben wir auch so Wellen? Wellen! Nee, du bist leider nicht so stark. Ich hätte jetzt gesagt, der hier, ne? Aber. Der ist es nicht. Bist du der kleine Pinöpel dazu? Du bist der kleine Pinöpel dazu. Das ist bestimmt wieder was Zusammengesetztes auch. Ah ja. Na gut, du bestimmt nicht. Aber du zum Beispiel könntest dahin passen. Das ist genauso wie, dass da hier so eine krasse Ecke da drin ist, ne? Oh, du hast Wellen. Das heißt, du bist schon mal oben mit dabei. So kleine Wellen. Angedeutete Wellen. Wir haben auch wieder so, hier sind auch nochmal Wellen, aber eine andere Art von Wellen. Obwohl, doch. Ah, lol. Dann kommst du, du hattest, dann kommt der Pfeil. Du könntest zusammengehören. Hätten wir hier schon mal das untere Teil. Brauchten wir hier sowas Rundes. So.
Damit kommen wir doch schon mal weiter. Könntest du da hinkommen? Lassen? Nee. Das hier mit den Brücken. Bruchstücken. Macht mich ein bisschen fertig. Auch noch irgendwie eine Spitze. Eine Spitze, die da reingeht. Wie du zum Beispiel. Kann man das so machen? Nee, ist aber auch, glaube ich, nur einer. Hier denke ich mir so, da passt bestimmt so zwei irgendwie sowas rein. Irgendwas Doppeltes. Man sieht, ich versuche es hier so ein bisschen mit Charme, Schirm und Melone zu machen. Beziehungsweise mit Logik, obwohl ich jetzt glaube ich schon zum dritten Mal an diesem Ding hier dran bastel. Kann ich euch nicht so vielleicht zusammenstecken? Doch, das funktioniert. Okay. Hatte ich nicht nur so einen Stecker? Hier unten. Dim, 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 dim. Einfach nur, weil es so gefühlt parallel einfach ist. Ha! Guck mal. Kann ich denn euch da vielleicht so hinsetzen? Wäre ja auch jetzt zu schön gewesen. Jetzt kommt ja aber so leicht was Rundes, ne? So. Na? Nee. Es muss anders gebeugt sein. Aber hier ist auch nochmal so ein Pinöbel. Könntest du das sein? Aha, so wird ein Schuh draus. Aber das hier, das ist so... Ah, andersrum. Dann haben wir es nämlich. Dann ist das nämlich da. Dann kommst du bestimmt so rein. Oder auch doch nicht. Hätte ja sein können. Du musst ja irgendwo oben hin. Das heißt, der Rest ist eigentlich alles hier so unten. Gehe ich davon aus. Jo, das macht schon Sinn. Weil hier, ach, das ist ja noch vom Dings wahrscheinlich. Vom Henkel, seht ihr? Den Henkel habe ich jetzt auch vollkommen verdrängt schon wieder. Aber es lief doch ganz gut. Oh Gott, der Kaktus. Die Striche gehen alle so, naja gut. Nach oben und unten. So also. Sehr witzig hier. Guck mal, die haben da so ein, wie so ein Zahnrad. Dann bist du wahrscheinlich das dritte. So. Aber man sieht, es wird schon wieder so ein bisschen kleiner, ne? Und man hat auch viele so kleine Pinöbel.
So, hier sieht auch so ein bisschen aus, als wäre hier so ringsherum ums Zahnrad. Warum hier drin ein Zahnrad ist, ich weiß es nicht. Aber nice Sache, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz süß. Nee, das war falsch rum so. Ja, dass man sich jetzt auf diese Punkte da konzentriert, dass man sagt, okay, dann gucken wir uns doch lieber erstmal die Bruchstellen an, weil die Bruchstellen geben gerade ein bisschen mehr her, wie man sieht. Voilà. Außerdem ist hier drin auch noch so ein Ding. Das heißt, hier muss irgendwo was Rundes sein. Und noch ein Halbkreis, der nach unten geht und da auch noch so ein kleiner Strich drin ist. Oder ob doch nicht. Nee, der kann es nicht sein. Doch, der kann es sein. So. Dann gehörst du wahrscheinlich so zusammen. Ja, guckt euch das mal an. Das kannst du ja nicht verfehlen. Mehr oder weniger. Sagte sie jetzt. Mein Glück. Verfehle ich es. Okay. Hier sind so zwei krasse Wellen. Wie könnt ihr zusammengehören? Wenn ihr und dann kommt da nämlich schon so ganz nah so ein Strich. So zum Beispiel. Hätte denn hier wieder so eine komische Ecke? Sag mal. Wo sind wir denn hier? Das hier fuchst mich noch. Das könnte ja noch so einem Rad gehören. Mit so einer leichten Welle mit einem Strich dran. Hier, aber ich hätte es doch eher andersrum gemacht. Nee. Hätte ich gesagt, jetzt auch irgendwas. Machen wir es mal so. Also bald haben wir große Teile, aber die wir irgendwie dann zusammenfügen müssen. Die dann hoffentlich irgendwie einen Sinn ergeben. Ein Sinnbild. Wenn ihr zusammenkommt, ja, ihr könntet zusammen sein. Was heißt zusammen sein, aber ihr könntet zusammen passen. Ich gucke immer noch so nach diesen Teilen auch zeitgleich. Das ist genauso wie hier mit den Öffnungen. Die müssen ja so eine Art Öffnung haben. Aber habe ich gerade nicht. Schwierig, jetzt wird schwierig. Weil ich gucke so nach Knackpunkten, die es vielleicht so gar nicht mehr gibt. Ne? Muss man dazu sagen. Hier ist so ein ganz kleines.
Hier sind jetzt auch schon wieder so Wellen. Also so Dings. Guck mal, das sieht doch so aus, als würdest du denn da noch mit drankommen. Ne, weil hier ist jetzt schon wieder was Zusammengesetztes. Die Frage ist nur, wo? Machen wir so. Dann hätten wir das. Guck mal, dann passt das schon mal zusammen. Dann passt das zusammen. Das sieht aus wie so eine Ecke, die eigentlich so für sich alleine stehen könnte. Aber wieso habe ich das Gefühl, das ist es nicht? Und deshalb, weil ich nicht weiß, wo was ist eigentlich. Wo kommt der kleine Kaktus dran und wo der große? Das ist halt so die Frage. Jetzt kommt so dieses ganz, ganz kleine Gedöns. Also hier ist ein kleiner Kaktus auf jeden Fall. Ihr gehört schon zu so einem kleinen Kaktus. Könnte es zusammengehören? Vielleicht mal so gucken, dass man erstmal die zusammensetzt, die auch, wo man denkt, okay, die können vielleicht zusammen. Aufgrund, der Schnittstellen. Aber hier bin ich zum Beispiel fraglos. Einer von denen hat so eine krasse Einkerbung. So. Damit bin ich jetzt mit meinem Latein auch am Ende. So. Ihr vielleicht zusammen, ihr zusammen. So, da haben wir schon mal den einen Kaktus. Da wird wahrscheinlich die andere Sorte sein. Die andere Seite. Oder auch doch nicht. Ah, dann ist es gar keine. Ja, okay. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. So. Und du denn? Ei! Es ist blö und hat blaue Striche. Unten ganz viele. Unten blau, ganz viele. Unten ganz viele blaue Striche. Hier werden wir uns wirklich wahrscheinlich so ein bisschen rantasten müssen. Versuchen über die Schritte, über die
über die Striche da irgendwie was zu machen. Das wird doch ein Chaos enden. Ich sehe gar nichts. Ja, du hast ja auch eine fancy Bruchstelle. Du hast Bellen. Die könnten. Nee. Du bist zu stark gewählt dafür. So passt das schon mal zusammen. Warte, ich hatte doch hier irgendwo gerade so eine große. So. Komm, es wird doch irgendwo so ein Stern zu finden sein, damit man das da besser machen kann. Weil ihr beide noch so dick seid, hätte ich gesagt, passt ihr beide zusammen? Wie vielleicht? Ja, wie sie sehen sie nichts. Und davon ganz viel. Wenn ich eben gerade so ein spitzes Ding. Boah, schon das jetzt hingeschmissen. Hier. Dim, 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 dim. Das ist genauso etwas hier zum Beispiel. Könnte man drüber arbeiten, genauso wie hier rüber. Weil, guck mal, du hast da so ein kleines. Immerhin. Ich glaube nicht, dass du da reinpasst, weil du hast halt nichts Blaues an dir. Aber es passt trotzdem. Wer hätte das jetzt gedacht? Ja. Das heißt, hier bräuchte ich sowas Eckiges mit ein bisschen Blau drin. Nee, so nicht. Das hatte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Genauso wie du, mein Freund. Genauso wie du. Aber ihr könntet zusammenpassen, oder? Irgendwie so. Dann hätten wir hier nämlich schon wieder so eine krasse Kante. Hier ist auch wieder so eine kleine Sache, die, wo ich sage, da könnte man anknüpfen. Ich finde immer noch, dass die beiden gut zusammenpassen. Okay. Dim, 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 dim. Hätte ich auch mehr hier so oben eingeschätzt. So. Haben wir noch irgendwas Welliges? Hier oben. Aber ich weiß nicht, ob das passt. Doch, passt. Könntest du nämlich da noch so mit hinkommen? So.
Langsam wird ein Schuh draus, guck mal. Ich acker mich so ein bisschen eher an die, tatsächlich an die Bruchstellen gerade ab, als alles andere. Weil ich finde, die Streifen waren jetzt weniger hilfreich. Das hier ist noch so, wo ich sage, das juckt mich in den Fingern hier. Muss aber halt auch wirklich so ein blauer Strich sein. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wenn man jetzt wüsste, wie die zusammenpassen, ne? Aber hier müssen ja mehrere Striche sein. Das heißt, es muss ja hier irgendwie so miteinander connected sein. Die müssen ja miteinander irgendwie agieren. Jo. Aber hier sind sie ja nämlich schon so doppelt blöd. So. Wenn man jetzt unten. Unten war, glaube ich, doch nur ein Strich, oder? Wenn man jetzt wüsste, wie das jetzt war. Oben rum. Jetzt habe ich aber vergessen, wo oben und unten ist. Ah, das sieht stark hier nach unten aus. Und selbst wenn, wäre es jetzt eigentlich auch, glaube ich, egal. Dass sie mal so krasse Spitzen haben. Wahnsinn. Eine Spitze, wo die so reingeht. Könntest du sein. Haben wir denn jetzt noch irgendwas abgeflacht? Also so halb rund? Fehlt mir gefühlt schon wieder irgendwie vielleicht wieder durch so eine Zusammensetzung von zwei Sachen. Das passt auf jeden Fall zusammen. Die hier unten, dann kommst du dahin und du bist das hier. Das heißt, dass alles andere muss ja dann hier. Das ist doch irgendwie eine Kombination auf irgendwas abgeflachten. Ah, ich hatte es falsch rum. Ja, okay. Oh Gott. Aber damit beschäftigen, ja, wir speichern das. Wir beschäftigen uns damit beim nächsten Mal. Wir hatten jetzt eins, zwei, drei Sachen geschafft. Wenn wir es beim nächsten Mal drei schaffen, dann wird der nächste Part vielleicht ein bisschen länger. Wir werden es sehen.
Und ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Oder ich mache halt im nächsten Part nur zwei. Und die anderen zwei. Ach, ich gucke einfach mal. Wir werden es sehen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.